Hi, meine Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin hier wieder beim Style Diaries Dreh. Und die Sophia sitzt hier bei mir, ein ganz, ganz wunderhübsches Mädel. Also vielleicht kennt ihr sie auch schon, die hat einen ganz coolen Blog. Matja Mu heißt der. Und willst du mal erzählen, was du da so bloggst? Also grob gesagt ist das ein Lifestyle-Blog. Ich komme eigentlich aus der Modebranche, Richtung Fotomodelle etc. Und habe dann immer beim Reisen gedacht, hey, du musst mal ein bisschen davon, von dem ganzen Background berichten, von den Reisen. Was isst man da so? Und das sind natürlich immer Themen, die sind heiß begehrt und blogge natürlich aber auch über Mode, schreibe ein paar persönliche Texte, also. Und alles sieht ganz, ganz schön aus. Alles ist immer nur schön. Ja, genau. Und wir machen heute mit ihr die 7-Sekunden-Challenge. Ich würde sagen, du darfst anfangen. Ja. So. Verschiedene Stoffe mit verbundenen Augen erfüllen. Okay, und los. Okay, also einmal Kunstleder, glaube ich. Oh, stopp! Hast du das andere? Ja, das ist so Cord-Line-Gemisch oder so. Zeig mal. Okay, kannst du ja die Augenbinde mal eben wieder abmachen? Also, sehr richtig und richtig. Okay, also, 5 Dinge aufzählen, die man im Sommer braucht. Okay, dann. Okay, warte, warte. 3, 2 und los! Okay. Short, Minirock, Sonnencreme, Sonnenbrille. Scheiße. Mach eine Sache. Scheiße. Bikini. Stopp. So. Dann. Pantomime, ein bekanntes Modell, einen bekannten Designer, sodass der andere es errät. In 7 Sekunden. In 7 ja, klar. Sekunden. Okay. Mach ruhig. Und ich muss erraten. Ja, muss es. Okay. Also, ich glaub, also gibt viel Mühe. Okay, also. Und? Bist du bereit? Ja. Okay, start. Karl Lagerfeld? Ja. Okay. Aber was war das? Das war die Brille, die der immer trägt. Ich wusste nicht, wie ich euch einer brauche. Ja, ich dachte schon, sie macht einen Zopf. Okay, es kann nur Karl Lagerfeld sein. Geil. Erfinde in 7 Sekunden ein neues Modewort und definiere, was es ist. Ja, klar. Könntest du das haben? Und los. Lips-Selfie? Ein Lip-Selfie. Und was verstehen Sie unter einem Lip-Selfie? Ich verstehe unter einem Lip-Selfie diese Selfies, wo man dann diese Knutschbilder macht. Weißt, wie nennt man die denn noch? Duckface. Duckface. Ist doch viel schöner, oder nicht? Ja. Ich habe immer so Aktionszettelchen auch. Male in 7 Sekunden ein Lieblingsauto. Okay, los. Und stopp. Nein, was? Sieht schon mal gut aus. Warte mal, aber okay, zeigen das mal so in die Kamera. So, Sophia, was wolltest du uns damit sagen? Also eigentlich habe ich mir darunter vorgestellt, dass man so ein großes, lockeres Leinen-Shirt trägt, zum Beispiel, okay, mit so einem tieferen Rundhalsausschnitt. Dazu eine lässige Shorts, das Ganze ein bisschen in die Shorts gesteckt, ein cooler, ganz schlichter Ledergürtel dazu. Dann entweder coole Sneaker oder so einen schönen, flachen Booty, aber das kannst du jetzt so semi-gut erkennen. Aber gut, das, der Oberbegriff lässig, der passt ja schon mal. Der passt. Ach Gott. Ja. Gott. Also, erfinde in 7 Sekunden einen Reim auf Mode. Das hättest du jetzt ziehen müssen, weil du schreibst. Und ich stoppe. Jetzt kannst du deinen Reim aufsagen. Okay, Moment. Also, ich habe ganz viel Mode in meiner Kommode. Sehr gut. Sehr gut, oder? Vor allem einfallsreich. So. Hier, es steht unentschieden. Yes. Das war ganz cool. So, beide haben gewonnen. Ja. War cool. Oder ja. Gleich schlecht gespielt auch. Oder so, genau. Also ihr könnt mir auf jeden Fall mal in den Kommentaren da lassen, wie ihr es fandet. Und die Sophia geht jetzt direkt weiter zu Bonnie. Und dann dreht ihr nochmal, sagt nochmal, was ihr dreht. Es geht um die 3 Modemetropolen, New York, Paris und London. Ja, bestimmt. Cool. Ich denke, ich werde dann behind the scenes ein bisschen lauschen. Und das Video verlinke ich euch natürlich und klickt auf jeden Fall rein. Und da könnt ihr auch die süße Sophia nochmal sehen. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann, ciao.